Grüßen Sie Philipp Weber. Ja. Ja, machen wir. Ja, hallo Mainz, Mainz, ich fände es total schön, wenn es mal wieder aufspringen würde und zu mir nach vorne an die Bühne kommen, der verheiratet ist. Was so wenig verheiratet, ne? Das glaube ich euch auf was. Okay, dann vielleicht mal jeder aufspringen und zu mir nach vorne an die Bühne kommen, der nicht verheiratet ist, aber dennoch einen Partner hat oder eine Partnerin. Einer. Dankeschön. Naja, am Samstag hat mein bester Freund geheiratet, Klaus, mit allem drum und dran. Ja, Sektempfang, Kuchentheke, Mitternachtssnack, Buffet. Sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen. Schad nur, wenn sie nach dem 10. Ramazzotti plötzlich die Richtung wechseln. Ja, und dann immer diese dämlichen Spiele. Oder bei Hochzeit muss man so Spiele machen, oder? Weil letzte Zeit auf Hochzeit gewesen, so Reise nach Jerusalem. Wir haben wirklich Reise nach Jerusalem gespielt. Das letzte Mal, als ich Reise nach Jerusalem gespielt habe, war ich 7. Und auf dem Kindergeburtstag von Lars. Und Lars war ein Arschloch. Ja, weil ich immer als erstes rausfliege. Bei dem Scheißspiel immer haut's mich als erstes raus. Und am Samstag habe ich zu dieser durchgeknallten Trauzeugin gesagt, Entschuldigung, Mädel, ich bin 34. Promovierter Biologe. Ich spiel nicht Reise nach Jerusalem. Und was soll ich sagen? Ich bin wieder als erster rausgeflogen. Ja, wenn ich dran denke, was das für ein Schiss gewesen ist, nur weil ich nach der Trauung ein bisschen Reis geschmissen habe. Ich habe halt ein bisschen Reis. Macht man doch, oder? Nach der Trauung ein bisschen Reis geschmissen. Okay, gekochte Reis, aber. Im Beutel. Das Schlimmste an der Hochzeit, das war alles so steif, so spießig, so langweilig. Selbst ein Vater von der Katrin, von der Braut, den Rainer hat meinen Anzug reingesteckt. Der Rainer und Anzug, er tat mir so leid. Der Rainer, das ist so ein Alt-68er, so ein Exhibi, so ein Blumenkind. Okay, heute ist er 67, also heute ja Trockenstrauß, aber. Aber ja, klar, der Rainer, ich mir war eure Generation schon geiler drauf. Ich meine, schau dich doch mal an. Ich meine, du stehst ja heute noch auf Rockkonzerten rum. Hat er gesagt, stehen! Stehen! Ohne Klappstuhl überstehe ich meistens nicht einmal die Vorgruppe. Weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn man nach seinem Steppewolf-T-Shirt auf einmal ein Angora-Leibchen ziehen muss? Neulich bin ich auf dem Rolling Stones-Konzert gewesen. Es war ein Trauerspiel, wenn der Mick Jagger in sein Mikrofon reinkeucht. I can't get no satisfaction. Dann nickt der ganze Raum wissend mit dem Kopf. Ja, aber er hat gesagt, aber Philipp, du hast schon recht, wenn ich mir die jungen Leute anguck. Die jungen Leute, ihr seid ja so bürgerlich, so normal, so angepasst. Ihr müsst auch mal ein bisschen aufbegehren gegen das Establishment. Hab ich gesagt, Rainer, ich hab doch aufbegehrt gegen das Establishment. 2002 war ich der Einzige im ganzen Freundeskreis, der Edmund Stoiber gewählt hat. Aber da versteht der Rainer überhaupt keinen Spaß. Er hat gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Da predigst du deinen Kindern jahrelang was von Sex, Drugs and Rock'n'Roll, von Haschisch, von Piercing, von Sex mit Schwarzen. Und was macht die undankbare Brut? Tritt in die CSU ein. Ich hab gesagt, so habe ich Sex mit Schwarzen nicht gemeint. Ja. Ich hab mein Mädchen nie geschlagen. Ich hab nie Hand an meine Tochter gelegt. Aber als sie dann mit diesem T-Shirt im Flur stand, von Stoiber lernen, da ist mir die Hand ausgerutscht. Ich hab gesagt, ich wähl grün. Die Mama wählt grün, dein Bruder wählt grün und solange du deine Füße. Ja,
Ja, ich habe das Gefühl, die jungen Leute werden immer konservativer. Nehmen Sie zum Beispiel die Linkspartei. 71% der Mitglieder der Linkspartei sind Rentner. Nur 2% sind unter 25. Und die machen dort ihren Zivildienst. Ich hab gesagt, Rainer, sei doch froh, dass dein Mädchen sich noch ein bisschen politisch engagiert. Die meisten Leute in Deutschland gehen ja nicht mal mehr wählen. Wobei, wir haben es ja gehört, ich meine, das ist ja nicht verwunderlich. Ich meine, das sind ja mittlerweile solche Schnarchnasen in Berlin, die brauchen ja mittlerweile schon Luftangriff, um wach zu werden. Ja, haben Sie mitgekriegt, oder? Ich muss mal echt sagen, oder? Wegen zwei gekaperten LKWs so ein ganzes afghanisches Dorf in die Luft zu sprengen? Ja, wobei, man kann mal verstehen, ich meine, nach dem Sommer sind die Deutschen einfach ein bisschen gereizt, wenn es ums geklaute Autos geht. Ich meine, ja, aber man muss auch sagen, wenn Sie am 27. September nicht wählen wollen, also wenn Sie Nichtwähler sind, bitte denken Sie nach, werden Sie aktiver Nichtwähler, wie ich? Ja, ich bin aktiver Nichtwähler. Aus Liebe zur Demokratie gehe ich wählen, aber ich würde niemals einer Partei meine Stimme geben, die nur ansatzweise die Chance hat, mich zu regieren. Ja, ich wähle die Pogo-Partei, die Tierschutzpartei, die Grauen Panther, eine winzige Splitterpartei, die SPD, warum nicht, wer hat's gesagt? Ja, ja, oder die Violetten, das ist die spirituelle Partei Deutschlands. Sagen Sie vielleicht, okay, wenn das jeder macht, na bitte, dann ist der Bundeskanzler halt mal eine Zeit lang die lebende Reinkarnation von Ramses III. Ja, wer das Land schlechter regiert, ich weiß nicht. Laut einer Umfrage von Studenten, ja, würden 52% unseres akademischen Nachwuchses zurzeit die Piratenpartei wählen. Gott sei Dank muss der Student am Sonntag seinen Rausch ausschlafen. Ja, sonst haben wir bald die wilde 13 auf der Regierungsbank. Ja, aber auch um da auf den Konservatismus zurückzukommen, ich habe zum Rainer gesagt, auch wenn das deine 68-Ohren vielleicht nicht gern hören, aber sind wir mal ehrlich, bei der Moral der herrschenden Klasse würde vielleicht eine Partei der bibeltreuen Christen diesen Land mal eine Zeit lang gar nicht so schlecht tun. Ja, stellen Sie mal vor, über Managergehälter würden heute Gottesurteile gefällt werden. Ja, 300 Meter glühende Kohlen, mal sehen, ob der Ackermann da sein Victory-Zeichen hinbekommt. Puh. Das Mittelalter, das stellen wir uns immer so als dunkle, als böse Zeit vor. Aber ich sag euch was, der mittelalterliche Mensch hat einfach instinktiv gewusst, wenn ich Hochrisikopapiere aus amerikanischen Immobiliengeschäften an taubstumme Omas verhökere, dann komme ich in die Hölle. Ja, ich gebe zu, die spanische Inquisition, die Inquisition war Sauerei. Das gebe ich zu. Die war vielleicht ein bisschen überengagiert. Ich sage ja nichts, aber wie schnell wäre die Korruptionsaffäre bei Siemens geklärt? Ja. Wenn das Münchner Landgericht in den modrigen Kellergewölben von so einem Benediktinerkloster stattfinden würde. Herr von Pira, nichts gewusst, kein Problem. Igor, zeigst du dem Mann mal kurz die Instrumente? Ja, auch von der Rechtsprechung, die mittelalterliche Gesellschaft wusste mit so Kerle umzugehen. Wenn man früher im Mittelalter der Hexerei angeklagt wurde, da wurde mit Stein an die Füße ins Wasser geschmissen. Wenn man ersoffen ist, war alles in Ordnung. Und man wurde freigesprochen. Wenn man nicht ersoffen ist, war offensichtlich Hexerei im Spiel. Und man wurde verbrannt. Also egal, wie der Mannesmann-Prozess ausgegangen wäre, mit dem Ackermann hätten wir heute keine Schwierigkeit mehr. Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen.